So wie in Syrien. Da läuft es ganz anders. Es klingt wie ein Vorwurf, aber es war eher ein Hilferuf. In Syrien leiden und sterben Menschen, Männer, Frauen und Kinder. Einige konnten fliehen und haben in Deutschland Zuflucht gesucht. Sie versuchen, sich zurechtzufinden, sich einer fremden Kultur anzupassen und dabei ihre eigene nicht zu vergessen. Wie genau so etwas mit Musik erreicht werden kann, darum ging es beim Tanz der Kulturen am Sonnabend. Die Initiative Flüchtlingshilfe und Gewerkschaften hatten dazu eingeladen. Azem Al-Sayara aus Syrien moderierte die Veranstaltung mit. Vor 7 Monaten kam er nach Deutschland. Jetzt lebt und arbeitet er in Schwerin. Als ich gekommen bin, habe ich mit vielen ehrenamtlichen Leuten in der Unterkunft gearbeitet. Wir haben in einer Kleiderkammer gearbeitet und dann bin ich hier in Schwerin umgezogen. Und als ich hier gekommen bin, habe ich eine Arbeit bekommen. Ich arbeite jetzt als Dolmetscher und Berater im Innenministerium und Sport in Mecklenburg-Vorpommern. Asem weiß, die Flüchtlinge wollen sich integrieren und ihre Kultur mit uns teilen. Manchmal braucht es dazu nur das richtige Instrument. Seitdem die Flüchtlinge in Deutschland leben, ist die Nachfrage an traditionellen Instrumenten enorm gestiegen. Axel Kret von Verdi ist schon lange Stammgast bei den Welcome-Cafés mit Flüchtlingen, spielt selbst begeistert Schlagzeug und wollte unbedingt eine Oud finden, ein traditionelles syrisches Instrument. Es gibt viele Flüchtlinge, die Oud spielen kennen, aber niemand hat eine Oud, logischerweise. Ich habe gesagt, wir müssen da anfangen, müssen da erstmal ein Instrument ranholen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir heute auch noch mehr wir haben ja auch noch syrische Musiker, aber noch mehr Flüchtlinge auch mit der Oud auf die Bühne bekommen. Die Oud geht als Spender an das Konservatorium, aber neben Musikinstrumenten braucht es Räume, Lehrer und vor allem eine Finanzierung. Der Anfang ist schon gemacht, jetzt soll der Schwung beibehalten werden. Wir haben in den Osterferien eine Projektwoche gehabt mit der Volkshochschule zusammen mit Flüchtlingskindern und 3 Kollegen, die Musik gemacht, animiert haben. Und jetzt haben wir alle 2 Wochen einen Kurs, speziell für Flüchtlingskinder, der auf dem Dresch angeboten wird von einem Yusuf Fahad übers Konservatorium. Und dafür ist diese Spende jetzt genial, weil es muss bezahlt werden von den Kindern. Und es gibt ein Bildungspaket, was sozusagen einen kleinen Teil finanziert. Und der Rest, den können wir jetzt mit dem Geld, also für die Kinder dann finanzieren, dass sie wirklich für 0 Euro da mitmachen können. 10 Bands und Tanzgruppen beteiligten sich gern beim Tanz der Kulturen. Von Schrottmusik bis Country war alles vertreten. Country Buffet zum Beispiel, die Musiker wollten schon lange etwas für Flüchtlinge machen. Die Idee, dass wir uns auch irgendwie einbringen, die hatten wir schon im vergangenen Herbst. Und wir sind eine Band, die sehr viel im Sommer spielt, so auf diesen Stadtfesten und so weiter. Und dann ist das auch eine ruhige Zeit für uns. Wenn mal so Oktober, November gekommen ist, dann haben wir kaum noch Auftritte. Und da haben wir gesagt, diese Kapazitäten, die könnte man noch mal nutzen. Und wir können uns auch mal einbringen. Ob Plattdeutsch, Englisch, Deutsch, Arabisch oder ohne Stimme, Musik ist nicht schwer zu verstehen. Aber all das bringt nichts, wenn alle unter ihresgleichen bleiben. Stern Buchholz ist nicht der Marktplatz. Genauso wie für die Flüchtlinge besteht für die Stadt die Herausforderung der Integration. Vorerst sollen Feste wie das Kinderfest im Zoo am 5. Mai genutzt werden, um die Menschen zusammenzubringen. An den alltäglichen Strukturen wird währenddessen weitergearbeitet. Wir haben ein Integrationskonzept, das zurzeit überprüft wird und in der Verantwortung von Dimitri Aframenko, unserem Integrationsbeauftragten. Und da sind solche Module, dass die beste Integration dort erfolgt, wo man gemeinsam etwas macht. Das sehe ich beim Sport so, das sehe ich in der Kultur so, eben wie beim Musizieren, beim gemeinsamen Tanzen, gemeinsamen Spielen, so wie heute Abend. Und diese Angebote noch auszubauen und zu sagen, was könnt ihr uns auch geben? Wie tanzt ihr? Wie spielt ihr Musik? Was sind bei euch die Musikinstrumente, die wir gar nicht kennen? Das sind tolle Angebote. Eine bessere Integration als über Sport und Kultur kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil sie brauchen keine Sprache. Sprache muss man auch lernen. Aber miteinander Musik zu machen, miteinander zu tanzen oder Sport zu treiben, das geht in allen Sprachen.
Der Tanz der Kulturen zeigte, ein glückliches Zusammenleben der Kulturen ist wie jede Herausforderung in erster Linie eine Sache des Wollens. Genau wie die Beendigung der Konflikte, ob hier oder in Syrien. Musik.